فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Die zweite große Persönlichkeit, die Imam al-Dhahabi rahimahullah hier in diesem Zusammenhang erwähnte, ist die Biografie bzw. die Geschichte, die Konvertierungsgeschichte von Salman al-Farisi, radiallahu an. Salman al-Farisi, ein Mann wie Salman, meine Lieben, radiallahu an. Eine gewaltige Geschichte. Ein Beispiel für jeder Strebende nach der Wahrheit. Ein Beispiel für Ehrgeiz. Ein Beispiel für Liebe zur Wahrheit. Ein Beispiel für Tapferkeit. Ein Beispiel für Mut. Ein Beispiel für Ausdauer auf dem Wege Allahs, meine Lieben. Salman al-Farisi. Viele fragen sich oft, ja, wie soll ich meinen Sohn nennen? Und sie wollen immer irgendwelchen Namen geben, die ein bisschen europäisch klingeln. Hier habt ihr Namen wie Salman, radiallahu an. Salman, meine Lieben, radiallahu an. Diese Geschichte wurde von Imam Ahmed, rahimahullah, überliefert. Und der Überlieferer von dieser Geschichte ist Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Denn Salman, er erzählte ihm persönlich seine Geschichte. Weil Abdullah ibn Abbas war bekannt für sein Wissen, dass er bestrebt war, nach Wissen zu streben, bei den großen Sahaba vor allem. Und es ist kein Wunder, dass er auch Salman nach seiner Geschichte gefragt hat. Und Salman radiallahu an, er sagte zu Abdullah ibn Abbas, ich war ein Perser. Ich war ein Perser aus Asbahan, aus der Stadt Asbahan, von einem Dorf, dessen Name ist Jay'u. Jay. Dessen Name ist Jay. Und mein Vater, er war der Dorfbürgermeister. Das heißt, der Bürgermeister des Dorfes. Der Vater von Salman. Und Salman sagt weiter und sagt, und ich war der beliebteste, die beliebteste Person bei ihm. Er liebte mich so heftig, er liebte mich so stark und so heftig, dass er mich zu Hause einsperrte. Dass er mich zu Hause einsperrte. Und ich steigerte mich in der Feueranbetung dermaßen an, dass ich der Zuständige für die Entfachtung des Feuers war. Nämlich Salman radiallahu an. Dieses Feuer wurde nie gelassen, dass er ausgeht. Und mein Vater besaß ein Garten, der ein bisschen entfernt von unserem Dorf war. Eines Tages, da mein Vater zu Hause zu beschäftigt war, er sagte zu mir, oh mein Sohn, wie du schon gerade siehst, ich bin zu beschäftigt an heute, an diesem Tag. So geh du zu unserem Garten. Und er sagte ihm, was es zu tun ist, was er zu erledigen hat dorthin. So sagt Salman, so begab ich mich zu diesem Garten und ich kam an eine Kirche vorbei. Eine Kirche von den Christen. Und ich hörte von ihnen, das heißt, es kamen von ihnen, von dieser Kirche, einige Stimmen, wie sie beteten. Und ich ging zu ihnen, um zu schauen, was sie so machen. Und als ich sie sah, als er sie sah, wie sie am Beten waren, er war erstaunt von ihrem Gebet. Und dies hat ihm richtig gefallen. Und so sagte Salman, bei Allah, diese Religion ist besser als unsere, worauf wir uns befinden. Yani die, das Feuer anzubeten. Und ich verweilte bei ihnen bis Sonnenuntergang.
Bis Sonnenuntergang ist er bei ihnen in dieser Kirche geblieben und habe den Garten meines Vaters gelassen und ging nicht mal dahin. Und ich fragte, das heißt bei der Sonnenuntergang, ich fragte diese Menschen in dieser Kirche, wie erreiche ich diese Religion? Das heißt, wo ist ihr Ursprungsort? Und ich schaue diese Motivation. Er begnügte sich nicht einfach nur dort zu verweilen und bei denen zu bleiben und bei ihnen zu lernen. Nein, meine Lieben, er sagte, wo ist der Ursprung dieser Religion? Wo ist die Quelle dieser Religion? Schaut die Motivation, schau mal diese Vision, diese Wille von diesem Mann. Sie sagten zu ihm, dass der Ursprung von dieser Religion ist Scham. Sodann kehrte Salman zu seinem Vater nach Hause. Und er hatte bereits schon Leute geschickt, um nach ihm zu suchen. Weil er hat ihn vermisst. Weil seine Abwesenheit war länger als sie verabredet waren. Und somit wurde er sogar von seiner Arbeit abgelenkt. Das heißt, er konnte sich nicht mal bei seiner Arbeit konzentrieren. Aufgrund der Abwesenheit von Salman, radiallahu an. Als er zurückkam zu seinem Vater und er sagte zu ihm, oh mein Vater, ich ging an einige Menschen vorbei, die in ihrer Kirche am Beten waren. Und es gefiel mir sehr, was ich von ihrer Religion gesehen habe. So verweilte ich bei ihnen bis Sonnenuntergang. So sagte ihm sein Vater, oh mein Sohn, in dieser Religion ist nichts Gutes. Deine Religion und die Religion deiner Vorväter ist wahrlich besser. So sagte ich zu ihm, yani Salman sagte zu seinem Vater, niemals bei Allah. Die Religion, das ist die Religion von diesen Menschen, die Christen, ist besser als unsere Religion. Und als sein Vater diese Entschlossenheit von seinem Sohn sah und seine Überzeugung, er fürchtete sich um seinen Sohn. Und somit, sagt Salman, er fesselte mich zu Hause ein. Er wurde gefesselt an seinem Fuß von seinem Vater. Somit, Salman radiallahu an, er gab nicht auf, meine Lieben. Denn die meisten würden sagen, ja, das war's mit mir. Ich gebe es auf. Ich wurde eingesperrt. Jedoch ein Mann wie Salman, meine Lieben, nicht. Ein Mann mit solchen Willen wie Salman radiallahu an, er will ans Ziel. Er will ins Paradies eintreten. Er will die wahre Allahs, meine Lieben. Und die wahre Allahs ist kostbar. Die wahre Allahs kommt nicht einfach so mit zu Hause herumsitzen und schön Nutella und Ovomaltine essen. Nein, meine Lieben. Diese Sache braucht gewaltige Anstrengungen. Gewaltige Anstrengungen, meine Lieben. So Salman radiallahu an, er schickt eine Bote zu den Christen und er sagte zu ihnen, wenn die christlichen Karawanen aus Scham zu euch kommen, so lasst mich davon berichten. Und nach einer Zeit kamen tatsächlich die Karawanen, weil es war dieser Handel in diese Länder. Und ihm wurde diese Nachricht überbracht, dass die Karawanen schon in Persien angekommen sind. So sagte er zu dem Boten, er sagte zu seinem Boten, sag ihnen, sobald sie ihre Bedürfnisse und Angelegenheit erledigt haben, sie sollen mir Bescheid geben, dass er sie ihnen anschließt auf der Reise nach Scham. Und somit, ihm wurde davon berichtet, und er entfesselte sich
und fliehte zu ihnen und begab sich mit diesen Karawanen nach Scham. Als er in Scham angekommen war, er ging zu diesen Leuten, die Christen, die in Scham waren, und schaut die Frage dieser Mann, schaut dieser Verstand dieser Mann. Als er angekommen war bei ihnen, sagte, wer ist der Beste von euch in dieser Religion? Wer ist der Beste von euch in dieser Religion? Und er sagte nicht, ja, irgendwo zu lernen, bei irgendjemandem, nein, nein, nicht so. Der Beste von euch will ich. Allahu Akbar. Somit, sie sagten zu ihm, der Priester in der Kirche. So kam ich zu ihm, Salman sagt dann weiter, so kam ich zu ihm und sagte, ich neige mich zu dieser Religion und ich würde sehr gerne bei ihnen mich aufhalten, sodass ich in ihre Dienste bin, dass ich in ihre Dienste bin und somit auch von ihnen profitiere und lerne. So nahm er mich auf. Das heißt, er hieß ihn willkommen. Jedoch Salman sagt, ich bemerkte schnell, dass dieser ein übler Mensch war. Wieso? Er motivierte bzw. er rief die anderen Menschen zu spenden. Und als die Menschen ihre Almosen spendeten, er bewahrte all dies für sich und gab den Armen und Bedürftigen nichts davon. Bis er sieben Krügen mit Gold und Silber anhäufte. So sagte Salman, radiallahu an, ich habe ihn sehr dafür gehasst. Und als er verstorben ist, so versammelten sich die Christen und wollten ihn beerdigen. Und hier sagte Salman zu ihnen, er sprach zu ihnen, zu den Anwesenden, wahrlich, dieser Mann war ein übler Mensch. Er befahl euch die Almosen und munterte euch dafür auf. Und als ihr zu ihm damit kamt, das heißt, ihr habt das abgegeben, er bewahrte das Ganze für sich und gab den Armen nichts davon. Sie sagten, woher weißt du das? Yani, sie wollten Beweise, dass er ihnen liefert. Er sagte, ich werde euch seine Schätze, diese sieben Krüge zeigen. Und als sie diese sieben Krüge sahen mit Gold und Silber, als sie dies gesehen haben, sie sagten, bei Allah, wir werden ihn nicht bestatten, beerdigen. Und was machten sie mit ihm? Sie haben ihn aufgekreuzigt und ihn mit Steine beworfen. Dann sagt Salman radiallahu an, dann brachten sie einen anderen Mann für ihn, eine Nachfolger für diesen Mann, in seiner Position. Und hier sagt Salman, ich sah keinen besseren Mensch als ihm und kein enthaltsamerer Mensch gegenüber der Dunya und keiner, der so viel nach Achira gewandt war. So liebte ich ihn sehr, wie keiner zuvor. Und ich verweilte eine Zeit mit ihm. Und als der Tod sich ihm näherte, weil dieser Nachfolger war auch in großem Alter, als ihm der Tod näherte und er war im Sterbebett, so sagte Salman zu ihm, O Fulan, ich war jetzt mit dir und ich liebe dich so sehr wie keiner zuvor. Und du siehst, was auf dich zukommt. So zu wem empfiehlst du mir? Yani, zu wem soll ich hingehen? Bei wem soll ich weiter lernen diese Religion? Und so sagte dieser Mann, er sagt, O mein Sohn, bei Allah, ich kenne heute keinen, worauf ich bin, der noch darauf ist, auf dieser Religion. Denn die Menschen sind im Irrtum verfallen und sie haben die Religion ersetzt. Außer ein einziger Mann in Mosul, dessen Name so und so ist. Er ist genau auf dem, worauf ich gewesen bin. Als dieser Mann verstorben ist, sagt Salman, so begab ich mich nach Mosul.
Ich begab mich dahin. Und als ich bei ihm angekommen war, sagte ich zu ihm, O Fulan, der Fulan so und so hat mich zu dir geschickt, dass ich bei dir lerne. Und so hieß er ihn willkommen. Und er verweilte bei diesem Mann. Er verweilte bei diesem Mann eine Zeit. Jedoch, auch dieser Mann, es ging nicht lange Zeit, ist verstorben. Und dieselbe Frage hat Salman auch ihm gestellt. Bei wem soll ich weitergehen? Zu wem soll ich weiterhin lernen? Und schaut, bei wem soll ich weiterhin gehen und lernen? Nicht einfach von irgendwo lernen, von irgendjemanden, von nicht bekannten Menschen. Nein, bei wem? Wer ist dafür gerecht? Wer ist dafür qualifiziert? So sagt er ihm, dass es eben fast niemand übrig geblieben ist, außer ein einziger Mann in Nasibin. In Nasibin, bei diesem Mann, findest du das, worauf ich und meine Gefährte waren. Und so ging Salman auch zu ihm und blieb auch bei ihm eine Weile. Und wieder ist dieser Mann auch verstorben. Und er empfahl ihm dann, weil Salman stellt ihm wieder die Frage, yani er konnte nicht seinen Durst stillen. Er war durstig nach Wissen, meine Lieben. Somit, dieser Mann sagte zu ihm, es ist noch ein einziger Mann in Umuriyah. In Umuriyah ist dieser letzte Mann, der geblieben ist. Und somit begab sich Salman zu diesem Mann. Als er in Umuriyah war, sagt Salman radiallahu an, dass er sich ein bisschen Besitz verschaffte. Yani Kühe und Schafen. Er hatte Kühe und Schafen. Und als der Mann auch wieder verstorben ist, jedoch bevor er starb, Salman fragt ihn wieder, wo soll ich weitergehen? Bei wem soll ich gehen? Wen empfiehlst du mir? So sagte er zu ihm, oh mein Sohn, es gibt keinen, absolut kein einziger, wo ich dich hinschicken soll. Es gibt keine mehr. Jedoch, die Zeit ist nahe gekommen. Die Zeit einen Propheten. Er wird mit der Religion Ibrahims entsandt. Er kommt bei den Arabern hervor. Und er wird auswandern zu einem Land, beziehungsweise einer Stadt, der zwischen zwei Lavafelder ist. In diese schwarze Steine. Und jeder weiß, der in Medina gewesen ist, wenn man auf Richtung Flughafen fährt, sieht man diese ganz dunkle schwarze Steine. Und das ist immer diese Lavafelder. Und Medina liegt zwischen zwei Lavafelder. Bis heute noch. Er sagte zu ihm, dieser Prophet, er wird kommen in einer Stadt, der zwischen zwei Lavafelder sich befindet. Und dieser Stadt gibt's Dattelpalmen. Dattelpalmen. Und dieser Prophet, er hat bei sich deutliche, offensichtlichen Zeichen. Zeichen für das Prophetentum, für die Korrektheit. Sein erstes Zeichen ist, er isst, wenn es ihm geschenkt wird. Das heißt, wenn es ihm etwas geschenkt wird, er tut Essen davon. Jedoch, er isst nicht von den Almosen. Das heißt, wenn ihm Almosen gegeben werden, er nimmt sie nicht an, sondern gibt er seine Gefährten. Er konsumiert nichts davon. Das ist der zweite Zeichen. Und der dritte Zeichen ist, zwischen seine Schulter ist der Siegel der Prophetentum. Er trägt zwischen seine Schulter dieses Siegel. Wenn du gehen kannst zu ihm, so tu es dies.
Und dann, Salman radiallahu anh sagt, als dieser Mann gestorben ist, bin ich noch eine Weile in Umuriyah geblieben. Und als einige Geschäftsleute von Kelb vorbeikamen, so sagte ich zu ihnen, bringt mich zum Lande der Araber und euch gehört meine Kühe und Schafen. So waren sie damit einverstanden. Und ich gab ihnen meine Kühe und Schafe. Das heißt, er gab sein ganzes Reichtum. Schaut diese Wille von diesem Mann, Salman al-Farisi radiallahu anh. Er gibt sein ganzes Reichtum, nur im Lande der Propheten zu gelangen und zu warten auf den Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Dieser Mann, Salman radiallahu anh, hat der Wert dieser Sache erkannt, meine Lieben. Und wir haben heute Bukhari und Muslim und Tirmidhi und so weiter und so fort. Diese gewaltigen Werke, die Hadithe vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sind in unseren Händen und wir messen leider diese Sache viel zu wenig Wert, viel zu wenig Beimaß. Dies ist eine traurige Angelegenheit. Dann Salman radiallahu an, ergab ihnen seine Kühe und Schafen. Und als sie mit ihm in Wadi al-Qura im Tal, weil Wadi ist Tal und Qura, yani der Name, als sie im Tal von Qura ankamen, sie haben ihn hier betrogen, beziehungsweise Ungerechtigkeit ihm widerfahren. Salman sagte, sie verkauften mich an einem Jude als Sklave. Weil, wie sollte er sich hier wehren, meine Lieben? Er war alleine. Und sie waren, Allahu a'lam, wie viel Anzahl von Männern. Und sie sagen alle, er ist ein Sklave. Wir verkaufen es dir, dieser Sklave von uns. Auch wenn er beneint und bestreitet, niemand wird ihm glauben. Und sie haben ihn an diesem Jude als Sklave verkauft. Sie haben sein Reichtum genommen, sein Hab und Gut und noch ihn als Sklave verkauft. Und schau, Salman, dieser Kaliber, dieser Mann, und vergiss nicht, sein Vater war der Dorfbürgermeister und angesehen. Er ließ sein ganzes Reichtum bei seinem Vater und seinen ganzen Wohlstand nur nach der Wahrheit zu suchen. Und dann hier wird er als Sklave verkauft. Allahu Akbar. Und dann sagt Salman, somit bin ich bei diesem Mann geblieben. Und dort habe ich gesehen einige Dattelpalmen und ich erhoffte, dass dies das Land ist, was mir meine Gefährte beschrieben hat. Jedoch meine Seele war nicht ruhig. Meine Seele war nicht ruhig. Und dann sagt Salman, während ich bei ihm war, besuchte ihn sein Cousin von Vaterseits, der aus Medina war. Vom Stamm Beni Qurayza. Yani dieser jüdische Stamm war bekannt. Beni Qurayza. Zur Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. So dieser Cousin erkaufte mich von ihm ab. Schaut, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemandem der Weg einfach machen will. Und dies kam, diese Einfachmachung, diese Erleichterung nach dieser gewaltigen Erschwernisse, nach dieser gewaltigen Prüfung, meine Lieben. Somit, er nahm mich mit sich und führte mich nach Medina. Ohne zu wissen, ohne Salman, dass er weiß, wo er hingeführt wird. Als er in dieser Stadt angekommen ist, er erkannte sofort die beschriebene Stadt, der ihm sein Gefährte beschrieben hat. Jedoch, dass der Salman, yani Sklave war, bei diesem Jude in Medina, er wusste nichts, was in Mekka so am Laufen ist. Und er war beschäftigt. Und als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam
nach Medina auswanderte. Und dann, Salman radiallahu an, war an einem Dattelpalmen am Arbeiten, oben, ganz hoch. So kam ein Cousin zu diesem Inhaber, weil er war der Inhaber, dieser Jude vom Salman, und sagte zu ihm, O Fulan, möge Allah Bani Qayla zerstören. Sie haben sich jetzt in Quba bei einem Mann versammelt und behaupten, er sei ein Prophet. Jetzt Salman sagt hier, als ich dies von ihm gehört habe, wurde mir richtig kalt, yani diese Schüttelfrost. Er fing an zu zittern. Ich dachte, ich falle auf meinem Inhaber, auf ihm. Und dann sagt Salman, und ich kam vom Dattelpalmen herunter und fragte dieser Mann, was hast du gerade erzählt, was hast du gerade gesagt? So war sein Inhaber, wurde sein Inhaber zornig auf ihn und sagte zu ihm, was geht dir diese Fragen an? Was hast du damit zu tun? Und hat ihm eine heftige Ohrfeige verpasst. Und dann sagte Salman nichts, ich wollte nur mich vergewissern. Am Abend hat Salman einige Datteln gesammelt und ist dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Quba hingegangen. Als er beim Propheten sallallahu alaihi wasallam in Quba war, sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich habe mitbekommen, dass du ein rechtschaffener Mann bist und du hast mit dir fremde Gefährten, die auch bedürftig sind. Hier habe ich etwas für euch, Almosen gebracht. Und somit er hat an den Propheten sallallahu alaihi wasallam übergeben. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er nahm dies und gab den Gefährten. Und er nahm nichts für sich, weil es war Almosen. Und Salman radiallahu anhu sagte, dass der erste Zeichen hat sich verwirklicht. Dann, nach einer Zeit, und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in der Zwischenzeit war schon in Medina zugezogen, ist Salman wieder mit einigen Datteln zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und sagte zu ihm, ich habe gesehen, du hast von den Almosen nichts genommen, so will ich dir ehren bzw. Respekt erweisen, indem ich dir ein Geschenk mache. Und so hat er ihm yani die Datteln geschenkt. So nahm der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, aß davon und gab auch seine Gefährten. Und Salman radiallahu anhu sagte, das war der zweite Zeichen. Und dann der dritte Zeichen, als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam bei einem Begräbnis war in Baqiya al-Gharqad, als er eine Janaza von seinen Gefährten begleitete, so ging Salman auch dahin. Und er begrüßte den Propheten sallallahu alaihi wasallam und machte sich hinter dem Rücken, als will er etwas vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in seinem Rücken sehen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies bemerkte, er nahm der Oberkleid von seinem Schulter weg, und als Salman radiallahu an dieser Siegel, der ihm genau beschrieben wurde von seinem Gefährte, als er dies sah, er ging runter und fing an zu weinen und fing an, der Propheten sallallahu alaihi wasallam zu küssen. Und dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, beruhige dich, beruhige dich. Als er sich beruhigte, erzählte ihm seine Geschichte. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wollte sogar, dass seine Gefährten, die Sahaba, diese Geschichte von Salman radiallahu anhu hören. Und dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam veranlasste von den Sahaba, dass sie Geld sammeln und Salman radiallahu anhu von diesem Jude loskaufen, ihn von der Sklaverei loskaufen, dieser ehrenwerte Mann, dieser Mann, Salman radiallahu anhu. Und dies zeigt, meine Lieben, dies zeigt die gewaltige Motivation und Willen dieser Mann nach der Suche der Wahrheit. Und schlussendlich wurde er zu einer Sahabi und schaut die Ehre von Salman. Diese Leute, sein Vater in der ersten Linie, dann die Leute, die ihm diese Ungerechtigkeit und ihn als Sklave verkauften und alle diese Menschen, die ihm was sie ihm gemacht haben, die werden nirgendwo erwähnt. Jedoch dieser Mann, Salman al-Farisi, radiallahu an, seine Erwähnung wird so lange bleiben, solange diese Religion bleiben wird.
Und dies bis Yawm al-Qiyamah, bi'iznillahi ta'ala. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.